Wie macht der das eigentlich? Ja, eine fürchterlich einfach erscheinende Frage, aber ich wollte halt mal wissen, was alles so im Amiga geschieht zwischen Power On und dem Moment, in dem die Workbench auf Arbeit, sprich auf Eingaben vom Benutzer wartet. Dieser Vorgang hat unterschiedliche Namen. Hochfahren, Initialisieren, aber die landläufigste Bezeichnung dürfte Booten sein. Vieles davon geschieht im Verborgenen, aber manches kann man auch sehen. Also gucken wir mal, was sich so tut, nachdem die Kiste Saft bekommen hat. Zunächst die Info, dass wir uns hier den Bootvorgang in die Workbench anschauen. Der Amiga kann ja, vor allem bei Spielen, auch ein Stück weit am OS vorbeigebootet werden und komplett ohne Workbench starten. Dies sind jedoch Spezialfälle, welche einer gesonderten Betrachtung bedürfen. Die folgende Beschreibung ist weiterhin so allgemein gehalten wie möglich und hoffentlich trotzdem so genau wie nötig. Sonderfälle, bei denen der Bootvorgang ein paar zusätzliche Kniffe enthält, wie etwa beim Amiga 1000 oder den ersten Amiga 3000, wo jeweils das Kickstart von Diskette geladen wird, bleiben hier unbeleuchtet. Wenn der Netzschalter eingeschaltet wird, dann gehen in der Rechenfabrik Motorola 68000 die Lampen an, die Rechenschieber und Taschenrechner werden einsatzbereit gemacht und die allgemeine Einsatzbereitschaft wird hergestellt. Allerdings, so toll Motorolas CPU auch sein mag, so hat sie keine Ahnung, dass sie in einem Amiga steckt. Kann ich nicht aus dem Fenster gucken, es sind ja keine Fenster drin. Und ohne Instruktionen, also klare Arbeitsanweisungen, ist sie so dumm wie 5 Meter Feldweg. Sie weiß nur eins, an Adresse 0 kommen die notwendigen Arbeitsinfos, damit's losgehen kann. Diese nötigen Infos stecken im ROM, also beim Amiga im Kickstart. An Adresse 0 liegt jedoch im Amiga das Chip-RAM, in welchem unmittelbar nach dem Einschalten noch nichts Gescheites drinsteht. Woher auch? Deswegen greifen hier die CIA-Chips jetzt ein. Sie schalten das Chip-RAM aus und blenden an Adresse 0 das Kickstart ein. Dieses Einblenden kann man etwa so verstehen wie eine Art Rufumleitung beim Telefon. Die CPU findet nun die ersten Befehle aus dem ROM und springt zu der Adresse, an der sich das Kickstart tatsächlich befindet, also quasi des Kickstarts korrekte Anschrift im System. Die Kickstart-Adresse ist abhängig von der Kickstart-Version. An Adresse F8 ist das Kickstart der Version 2.0 bis 3.1 zu Hause und an FC residieren die Kickstart-Versionen 1.3 und älter. Jetzt wird als erstes geprüft, ob ein sogenanntes F-Space-ROM oder Debug-ROM an Adresse F0 da ist und wenn ja, wird dieses gestartet. Für gewöhnlich ist das aber nicht der Fall. Eine bekannte Anwendung für das Debug-ROM ist die Abschaltung der FPUs auf 68060er Turbokarten. Das ist das Thema mit der 68060 Library, das ist eine komplett andere Geschichte jetzt. Für gewöhnlich ist im Debug-ROM jedoch nichts und es geht im Kickstart-ROM weiter. Die CPU schaltet erstmal alle Interrupts aus und das Chip-RAM an, damit ist erstmal Ruhe im Puff und Arbeitsspeicher verfügbar und dann kann die Hardware initialisiert werden. Das Chip-RAM ist jetzt, so wie es sein soll, wieder an Adresse 0. Ein Blick in die Historie bringt hier zutage, dass das Debug-ROM so heißt, weil Commodore zur Fehlersuche, also zu Debug-Zwecken, eine Steckkarte vorgesehen hatte, mit der man eine Systemdiagnose durchführen konnte. Und dieses Debug-ROM soll natürlich so unabhängig wie irgend möglich von den Kickstart-Funktionen sein. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Info am Rande. Die CPU prüft jetzt, ob mit dem Kick-ROM alles stimmt, indem es die Prüfsumme des ROMs berechnet. Bei fehlerhafter Prüfsumme wird der Bildschirm rot.
Und danach klopft die CPU ab, wie viel ChipRAM installiert ist und ob SlowRAM verfügbar ist. Das ChipRAM wird hier allerdings nicht wirklich geprüft, sondern es wird in 256 KB Schritten geschaut, wie viel davon im System vorhanden ist. Im Anschluss werden die Interrupt-Routinen initialisiert. Eventuell vorhandene Erweiterungshardware wie Festplattencontroller werden jetzt eingebunden. Die exakte Reihenfolge spielt für das Verständnis erstmal eine untergeordnete Rolle. Im Detail haben das die Entwickler lange und gründlich ausgetüftelt, damit möglichst viel Programmcode im FastRAM, wenn verfügbar, landet und nicht im wertvollen ChipRAM. Werden beim Start durch einen Hardware-Defekt, zum Beispiel einen Akkuschaden, nicht mindestens 256 KB ChipRAM gefunden, gibt es einen grünen Bildschirm. Hat die CPU dann endlich herausgefunden, wie viel RAM verwendet werden kann und ob Slow- und oder FastRAM zur Verfügung steht, werden alle nötigen Systemstrukturen, also das Fundament vom Amiga OS, eingerichtet. Das FastRAM wird übrigens nur minimal geprüft, indem versucht wird, die erste Adresse des Speichers zu schreiben. Wenn das schief geht, wird die Erweiterung gänzlich ausgeschaltet und es erscheint beim Booten ein Screen, der die entsprechende Erweiterung als defekt anzeigt. Ein richtiger Test ist das natürlich auch nicht, sondern das System geht einfach davon aus, dass das FastRAM da ist, in Größe und Position, wo es sein sollte. Das habt ihr vielleicht schon mal auf Erweiterungskarten gesehen. Jumper, mit denen man festlegen soll, wie viel FastRAM vorhanden ist. Dies gibt dem System eben tatsächlich nur an, dass so viel FastRAM da sein soll und nicht, ob es wirklich so ist und ob der Speicher auch tatsächlich funktioniert. Nur um eins nochmal klarzustellen, die CPU an sich ist ein reines Rechenwerk. Alle Arbeitsaufgaben werden an die CPU quasi herangetragen. Wenn ich also sage, dass die CPU das ChipRAM prüft, dann tut sie das, weil sie vom Kickstarter-ROM entsprechende Instruktionen erhalten hat und nicht aus eigenem Antrieb. Und so sind auch alle anderen Vorgänge zu verstehen. Bis hierhin geschah alles mehr oder minder im Verborgenen, soll heißen, dass wir auf dem Bildschirm herzlich wenig beobachten konnten. Es ist aber nicht so, dass sich der Amiga nicht mitteilen kann in dieser frühen Phase. Ein paar Farbcodes wurden schon angesprochen, hier nochmal alle zusammen, angeführt von den Farben, die man am liebsten nie sehen möchte. Diese repräsentieren folgende Fehlerzustände. Rot. Tja, im Kickstart wurde ein Fehler gefunden. Die Checksumme passt nicht. Grün. Es wurde weniger als 256 KB ChipRAM im System detektiert oder irgendwas anderes beim ChipMem ist im Eimer. Violett. Das Kickstart hat keine ROM-Module gefunden, ergo, es ist nichts zum Initialisieren da. Mit Modulen sind hier nicht physische ROM-Chips gemeint, sondern die Software-Module im ROM. Also ich persönlich habe einen violetten Screen noch nie gesehen, aber es gibt ihn. Blau. Im Bereich der Custom-Chips gibt's Trouble, wobei ich auch schon mal blau gemacht habe, indem ich die 68000er CPU falsch rum eingebaut hatte. Da gibt's sogar ein Outtake in irgendeiner Yesterchips-Folge, fällt mir gerade ein. Böses Ende am Schluss, die CPU war nach der Aktion tot. Hat man eine spezielle Debug-Version des ROMs, zeigt diese Farbe an, dass die serielle Schnittstelle jetzt zum Debuggen bereitsteht. Gelb. Die CPU entdeckte einen Fehler, noch bevor die Fehlerbehandlungsroutine gestartet wurde. Ja, schöner Fehler. Könnte ich überhaupt nichts damit anfangen. Schwarz. Ja, das ist das große Loch. Sollte aber kein Dauerzustand auf dem Bildschirm sein, denn sonst heißt das, kein Prozessor gefunden. Türkis. Gibt es nur im Amiga 1000. Hier liegt ein Fehler im Kickstart RAM, auch WCS oder WOM genannt, vor. Normal, also ohne Fehler im System, startet der Amiga bis Kickstart Version 2 mit folgenden Screenfarben. Dunkelgrau, das heißt, die Checksumme des ROMs passt, die Hardware ist okay, die CPU läuft, der erste Teil der Initialisierung ist korrekt abgelaufen. Hellgrau, die ROMs sind in Ordnung, der Amiga fängt an, die Software in den ROMs zu laden.
weiß. Soweit alles in Ordnung. Wenn kein bootbares Medium gefunden wurde, erscheint als nächstes der Startbildschirm. Entweder die berühmte Hand bis Kickstart 1.3 oder der lila Screen mit der einschwebenden Diskette bei neueren Versionen. Bis Kickstart 1.2 wird jetzt in DF0 eine bootbare Diskette erwartet. Ab 1.3 können es auch andere Diskettenlaufwerke sein, beziehungsweise eine Festplatte am entsprechenden Controller. Alles, was bis hierher geschehen ist, lief gänzlich ohne unser Zutun ab und geschieht so, mehr oder minder, bei allen klassischen Amigas, auf vergleichbare Art und Weise. Detailunterschiede gibt es freilich, aber die sollen uns jetzt erstmal nicht kümmern. Ab Kickstart Version 2 gibt es das Boot, respektive das Early Startup Menü, welches Bestandteil des ROMs ist und welches wir erreichen können, indem wir beide Maustasten während des Bootens gedrückt halten. Das ist dann aber auch schon die für uns Anwender einzige interaktive Oberfläche, welche sich gänzlich ohne bootbares Medium bietet. Jetzt geht es erst richtig los und das System sucht nach einem Bootmedium wie Floppy oder Festplatte. Bevor es jetzt endlich zur berühmt-berüchtigten Startup-Sequence kommen kann, treten zuvor noch zwei andere Spieler auf den Plan. In der DOS Library steckt ein Teil Amiga-Geschichte. Das Amiga DOS basiert auf dem System TRIPOS. Es steht für Trivial Portable Operating System, entwickelt an der Universität von Cambridge in Großbritannien. Und Teile hiervon stecken in eben dieser DOS Library. Die ist auch dafür verantwortlich, warum die Ordner LIPS und L so heißen, wie sie heißen, und vom System eingebunden soll heißen, assigned werden und deren Inhalte beim Booten Verwendung finden. Die Ordnernamen L, C, S und T sind Überbleibsel von TRIPOS, wohingegen LIPS, DEVS, ENV und ENV-ARC, welche ebenfalls von der DOS-Library assigned werden, typisch Amiga-DOS sind. Praktischer Effekt? Egal, wo man sich in einer Shell im Amiga-Dateisystem befindet, man kann diese Ordner immer direkt erreichen. Dies geht bekannterweise nur mit Ordnern, die in der Startup-Sequence speziell mit dem Assign-Befehl all erreichbar gemacht worden sind. Bei diesen speziellen Systemordnern übernimmt dies aber schon die DOS Library. Deswegen ist ein Startup Sequence Eintrag à la assign l.sys.l nicht notwendig. Schließlich übergibt die DOS Library an die Datei System Configuration. Für das Amiga User Interface Intuition, auf welchem die Workbench basiert, liegen Informationen in der System Configuration bereit. Das können wir aber vernachlässigen, denn obwohl erst einmal die Intuition-Einstellungen aus der System-Configuration beim Bootvorgang geholt werden, nimmt sich später das Programm iPrefs die Einstellungen aus dem Ordner env.sys und ballert diese über die Einstellungen einfach drüber. Also, die System-Configuration könnte auch komplett fehlen, es wäre kein Schaden. Anschließend geht es dann endlich in die Startup-Sequence, welche vom System immer im Ordner S des Bootmediums erwartet wird und auf welche wir aktiv Einfluss nehmen können. Zum Schluss noch ein paar Eigenheiten des Amigas. Das Kickstart-ROM beinhaltet den zuvor beschriebenen Bootcode, beheimatet aber auch eine Menge Bibliotheksdaten, welche Module genannt werden. Und das ist eigentlich das wirklich Elegante am Amiga OS, auch wenn der ein oder andere mal darüber schimpft. So ist beispielsweise die zuvor genannte DOS Library im Prinzip eine ganz normale Bibliothek, die sich nur im ROM statt auf Bootdiskette oder Festplatte befindet. Im Prinzip könnte das alles auch auf dem Bootmedium stehen, nur stünde man da dann vor dem Henne-Ei-Problem. Wenn nichts da ist, was die Festplatte betreiben könnte, dann wäre es auch unmöglich, von dieser die benötigte Bibliothek zu bekommen. Ansonsten ist die ganze Logik, mit der diese Module betrieben werden, zwischen ROM und RAM identisch. Oder sagen wir mal zumindest identisch genug für unsere Belange. Mit der OS 3.9-Version von Setpatch oder dem Load Module Kommando
können bereits ins RAM geladene ROM-Module überschrieben und Reset-fest gemacht werden und man kann so auch Module einhängen, die gar nicht im Kickstart-ROM vorhanden sind. Interessant ist, dass der Bootcode immer das neueste verfügbare Modul nimmt, wobei ihm egal ist, ob das nun im RAM oder im ROM liegt. Die Module, welche man nachladen möchte, müssen einfach nur an der richtigen Stelle gespeichert sein. Das OS 3.9 Set Patch sucht danach in Devs ROM Updates. Load Module hebt sie da auf, wo man sie eben erwarten würde. Alles, was ein Library im Namen hat, in Libs, alles, was ein Device am Ende hat, in Devs und alles, was ein Handler am Ende hat, in L. Alles mit Resource am Ende in Libs Resources und der Rest in Libs Modules. Ein klassisches Beispiel hierfür ist das SCSI-Device, von dem es ja mittlerweile viele neuere Versionen gibt und die auf eben diese beschriebene Art und Weise nachgeladen werden kann. Vereinfacht gesagt ist es also möglich, beinahe alle im ROM befindlichen Module gegen neuere Versionen auszutauschen und zu erweitern um Module, die nicht im ROM sind. Und nochmal zum Verständnis, dies alles findet natürlich ausschließlich im RAM, ja, im Arbeitsspeicher statt. Im ROM wird nichts überschrieben. Geht ja bauartbedingt nicht. ROM steht für Read Only Memory, also nur lesen, nicht schreiben. Die Module aus dem ROM landen beim Booten im RAM und dort erst können sie überschrieben werden von Modulen, die von einem anderen Medium, Diskette oder Festplatte, herkommen. Und das ist dann doch ein großer Unterschied zum BIOS oder UEFI beim PC, die sowas wie eigenständige Betriebssysteme sind, die aber mehr oder minder komplett ignoriert werden, sobald Windows oder Linux läuft. Beim Amiga werden diese Teile zum Betrieb aber weiterhin verwendet. Na, einen Rausschmeißer habe ich noch. Der Teil, der das System hochfährt und kein Modul ist, der fällt sehr klein aus. Daher kommt auch der Spruch, wo ist der Unterschied zwischen Atari TOS und Amiga OS? Na, bei etwa 4 Kilobyte. Und wenn man genau hinschaut, so wie es Thomas Richter, meine unerschöpfliche Informationsquelle für diese Folge, getan hat, so erkennt man, dass es sogar noch weniger ist. Der eigentliche Kaltstart-Code, der den Speicher und das ROM überprüft, Chip, RAM und SLOWMAM prüft, hat nur ca. 1500 Bytes. Da kommt dann noch einiges hinzu, um die ROM-Module zusammenzusammeln und nacheinander abzuarbeiten, weswegen die besagten 4 Kilobyte ganz generell doch nicht ganz daneben liegen. So, wie schaut's jetzt aus mit euch? Ich stand schnell an der Stelle, wo ich sagen musste, ach, hätte ich doch nur niemals nachgefragt. So umfangreich hatte mir der gute Thomas das ganze Thema auseinandergenommen. Eins dürfte jedoch klar sein, auch wenn diese Folge sehr trocken war, so seid ihr und ich jetzt gewiss nicht dümmer als zuvor. Ja, vom zeitlichen Ablauf her müssten wir in der nächsten Folge zur Startup-Sequence kommen. Das kann ich so noch nicht bestätigen, ich habe so das Gefühl, dass mir da noch irgendwas dazwischen kommen wird. Bis dahin dann, Adele, ciao und bye bye, euer Mick.